is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Himmelsbürger, so seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Jesus sagt: Siehe, ich komme bald. Diese Worte sollten wir immer im Gedächtnis behalten und als Menschen handeln, die wirklich glauben, dass der Herr nahe ist und dass wir auf Erden Pilger und Fremdlinge sind. Von allen Gnadengaben sollte fleißig Gebrauch gemacht werden, damit die Liebe Gottes in der Seele immer reichlicher vorhanden ist, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Euer christliches Leben muss kräftige und robuste Form annehmen. Ihr könnt das hohe Lebensführungsniveau erreichen, das euch in der Bibel vorgestellt wird. Und ihr müsst es auch erreichen, wenn ihr Kinder Gottes sein wollt. Ihr könnt nicht stehen bleiben. Entweder kommt ihr voran oder ihr geht zurück. Werdet ihr ein beschränktes christliches Wachstum haben oder werdet ihr in eurem Leben mit Gott gesunde Fortschritte machen? Wo geistliche Gesundheit vorliegt, findet man auch Wachstum. Das Kind Gottes wächst heran zum vollendeten Mann oder zur vollendeten Frau in Christus. Sein Fortschritt kennt keine Grenzen. Einige, die in Christus stark und gefestigt sein sollten, sind Babys im Verständnis und im Erfahrungswissen über das Wirken des Heiligen Geistes. Nach jahrelanger Erfahrung können sie immer noch nicht mehr begreifen als das ABC des großartigen Glaubens- und Lehrgebäudes, das die christliche Religion ausmacht. Sie verstehen jene Charaktervollkommenheit, die das Lob recht so empfangen wird, nicht. Wir haben große Siege zu erringen und andererseits einen Himmel zu verlieren, wenn wir nicht siegen. Das fleischliche Herz muss gekreuzigt werden, denn es neigt zur moralischen Verdorbenheit und das Ende davon ist der Tod. Betet, dass die mächtigen Kräfte des Heiligen Geistes wie ein Stromschlag in die gelähmte Seele fahren und jeden Nerv mit neuem Leben füllen, den ganzen Menschen von seinem toten, irdischen, sinnlichen Zustand zur geistlichen Gesundheit erwecken. Dadurch werdet ihr Teilhaber der göttlichen Natur. Und in eurem Wesen wird sich das Bild dessen widerspiegeln, durch dessen Wunden ihr geheilt seid. The Lord is coming. Are you ready?